herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und es freut mich wirklich, dass du heute eingeschaltet hast, um dir dieses Video anzuschauen. Heute möchte ich einfach kurz darüber reden, dass jeder von uns, beziehungsweise du als Individuum, genug bist. Wir sind gut so, beziehungsweise du bist gut so, wie du bist. Vielleicht hast du dir ja schon mal die Frage gestellt, ob du genug bist. Vielleicht hast du dich aber auch schon mal für andere verändert, weil dir diese gesagt haben, hey, du bist schwach oder hey, du bist nicht genug. Du musst dich verändern. Und dann hat man ja automatisch irgendwann dieses Gefühl, dass man sich verändern muss, gerade weil man das halt immer von anderen gesagt bekommt. Und ich denke gerade auch vor allem heute bei den jungen Leuten ist das so eine Sache. Ich denke aber auch, dass ich das wahrscheinlich auch bei Leuten finde, die schon im Arbeitsleben sind. Weil man im Leben ja immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist, beziehungsweise immer neuen Herausforderungen gegenübersteht. Doch ich denke, also nicht, dass ich denke, es ist so, dass jeder seine Stärken hat und jeder hat seine Schwächen. Das heißt, jeder kann Dinge gut, aber dann auch wiederum Dinge, die er nicht so gut kann. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn das ist so, wie wir sind, das ist so, wie wir von Gott geschaffen worden sind. Gott hat sich was dabei gedacht, denn er kannte uns schon, als wir noch im Leib unserer Mutter waren. Er hat uns dort geformt. Und dabei bin ich mir sehr sicher, dass er auch wusste, okay, die Person kann das besser, aber dann vielleicht das weniger gut. Was ja aber auch vollkommen in Ordnung ist, weil das, was du vielleicht nicht ganz so gut kannst oder wo du beziehungsweise, sagen wir, nicht ganz so gut drin bist, da kann dir dann eine andere Person helfen. Das heißt, wir Menschen können uns gegenseitig nicht erweitern, aber wir können uns gegenseitig ergänzen, was ja eine gute Sache ist. Und ich denke, das ist auch so der Sinn dahinter. Wir sollten froh darüber sein, so wie der Herr uns gemacht hat. Denn so wie wir sind, so wie jeder Einzelne von uns, so wie du und ich und all die anderen geschaffen worden sind, ist gut so. Deswegen, du bist gut so wie du bist. Mir war das einfach wichtig, das nochmal in einem kurzen Video festzuhalten. Denn ich denke, gerade auch in der Corona-Zeit jetzt macht man sich vielleicht über manche Dinge mehr Gedanken, über manche Dinge weniger. Und ich denke einfach, sich selber immer wieder in Erinnerung zu rufen und zu sagen, wir sind gut so wie wir sind, ist eine wichtige Sache und ist auch eine gute Sache. Denn es gibt uns auch irgendwo das Selbstbewusstsein. Und wenn dir das nächste Mal jemand zu dir kommt und sagt, ah, du bist schwach, weil du das und das nicht kannst, steh dazu und sag, das ist ein Teil von mir, das bin ich. Diese Menschen, die zu dir kommen und sagen, du bist schwach, weil du das und das nicht kannst, diese Menschen haben genauso Schwächen. Glaub mir, die haben genauso Schwächen. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen, ich wünsche dir einen schönen Tag, ich wünsche euch eine gesegnete Restwoche, bleibt gesund. Tschüss!